Ich darf euch einladen auf eine Reise zurück in vergangene Fernsehzeiten. Herzlich willkommen bei Retro. Ein Streifzug durch die 70er Jahre erwartet euch heute. Und da treffen wir auf eine Fernsehpersönlichkeit, die uns bis heute mit ihrer lebensfrohen Ausstrahlung in bester Erinnerung ist. Sie hat Sendungen gemacht für Kinder, Jugendliche, Frauen und Senioren, hat Talkshows und Folklore-Sendungen moderiert und ist ganze 20 Jahre lang Ansagerin gewesen beim Schweizer Fernsehen. Die Frau mit dem Appenzeller-Dialekt und dem ewig jungen Gesicht. Herzlich willkommen, Regina Kempf. Danke für die Einladung. Regina, Ende 60er Jahre, als du zum Fernsehen gekommen bist, das war so die Hochblüte. Also der Durchbruch war geschafft von diesem Medium hier in diesem Land. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Eigentlich mehr Mitte 60. Mit einem Besuch, eigentlich, wo ich mit dem Dieter Wiesmann einmal da war. Und ein bisschen zugeschaut haben, was er macht. Also und du hast ihn gekannt, oder wie? Ja, vom also von der Ausbildung, von der Theaterausbildung her. Und er hat dort beim Fernsehen Kinderbeiträge gestaltet und kommentiert. Und dann habe ich gefunden, das wäre eigentlich auch noch etwas, was man könnte machen. Und ich gehöre zu denen, die, wenn sie etwas macht, macht sie es recht. Und bei dieser Gelegenheit habe ich mich dann gerade für ein Volontariat angemeldet. Also das hätte ich gerade reingezogen? Er hat mich gerade voll drin. Wir haben eine ganze Woche getestet. Wochen müssen hinter uns bringen, mit Interview machen, Live-Kommentaren improvisieren und, also alles Mögliche. Aber und ursprünglich ich, hast du Geist, das dabei ist, dass wir daheim gar keinen Fernseher hatten. Aber ursprünglich hast du ja Schauspielerin werden, ja, oder? Ja. Und dann bin ich tingeln nach Deutschland und habe nie etwas Rechts gefunden. Und irgendwann wäre ich dann einmal in Freiburg im Breisgau gelandet für ein Honorar von etwa 400 Franken im Monat. Mit, weil man gewusst hat, dass ich ja noch etwas Anständiges gelernt habe, eine kaufmännische Schule, die ich gemacht habe. Hat man dann gefunden, ich könnte auch noch Buchhaltung überwachen. Und das ist mir dann zu viel gesehen. Nein, so nicht. Du sagst, du hast einen anständigen Beruf gelernt, hast eine kaufmännische Ausbildung. Also ich habe die Handelsabteilung der Kante gemacht. Ja. Eben dennoch. Ja, und wie hat dein Umfeld reagiert, als du zum Fernsehen bist? Das hat es gewusst, das Umfeld. Das war ein grosser Deal mit meinen Eltern, weil ich zuerst gesagt habe, ich will nicht mehr in die Schule. Und sie haben gesagt, wir ermöglichen es dir, dass du die Schauspielschule machen kannst, aber du machst zuerst einen Abschluss. Dann ich gut, das ist ein Wort, das also machen wir zuerst den Abschluss und dann steigen wir ein. Du bist eingestiegen und hast schnell mal als Redaktorin gearbeitet und auch als Moderatorin bist tätig gewesen. Und erst später, und das ist ein bisschen der außergewöhnliche Weg, erst später bist du in die Ansage, in die Programmansage gekommen. Ich habe schon über 3 Jahre lang Kindersendungen moderiert. Nachdem ich also am Anfang da war und mal so mein Volontariat angefangen habe, da hat man mich zuerst einmal einfach zum Sortieren und Archivieren eingestellt. Und als ich nach 2 Monaten gesagt habe, irgendwo passt mir das nicht als Ausbildung, hat sie gesagt, was, du bist immer noch da? Ja, dann moderiere ich eine Sendung. Und dann haben sie mich förmlich ins Wasser gekippt und ich bin geschwommen und von da weg habe ich es gemacht. Eben, es ist gut rausgekommen. 2 Monate später. Und die Ansage, wie ist die zur Ansage gekommen? In der Ansage sind relativ im gleichen Jahr 3 Plätze frei geworden. Und die letzte, die gegangen ist, war Kathrin Frey, Kathrin Frey-Tschatzki. Und sie war schwanger und das Baby hat nicht ganz so getan, wie sie sich das vorgestellt hat. Jedenfalls haben wir ganz schnell jemanden noch gebraucht, den man gerade können, auch wieder ins Wasser schmeißen konnte. Und ich habe mich gemolden und innerhalb von 3 Wochen war das gebügelt und ich am Bildschirm. Und wie war das? Kannst du dich erinnern an den ersten Moment? Ja, klar. Wie ist das gegangen? Auf eine Art eigentlich noch lustig, weil es ist wirklich das erste Mal, dass ich das Abendprogramm moderiert habe. Also angesagt habe, nachdem man vorher immer gefunden hat, die sieht zu jung aus, die kann man nicht auf die Erwachsenen loslassen. Und dann hat es geheißen, und ja, nichts Weisses und nach Möglichkeit dezent und so. Und ich habe im Grunde genommen alles anders gemacht. Ich habe etwas Weisses angehabt und es hat sehr schön ausgesehen. 1. Dezember ist es gesehen. Am 1. Dezember wann? 69. Mhm. Offiziell war 70 gesehen. Aber du musst ein bisschen früher einspringen, aufgrund der Situation. Baby. Im Vorfeld hat die Fernsehsendung Antenne, die es damals gegeben hat, einen Beitrag gemacht, eine Art Home-Story. Ja. Und kannst du dich erinnern, oder? Ja, eigentlich das erste Mal, dass man so etwas gemacht hat. Eben. Und wir wollen natürlich jetzt den Beitrag uns anschauen, den die Sendung dann über die Regina Kempf ausgestrahlt hat. Im 69 ist das gesehen. Wir wechseln auf schwarz-weiß.
Heute sagt sie zum ersten Mal unsere Sendungen an. Regina Kempf. Sie ist kein Neuling bei uns, arbeitet sie doch schon seit 4 Jahren als Redaktorin und Präsentatorin am Fernsehen. Vor einigen Tagen störten wir sie bei einem gemütlichen Wein- und Plauderabend mit ihrem Mann Bruno Kaspar, der beim Fernsehen als Regisseur tätig ist. Wir fragten sie, ob sie ein solches Interview unangenehm finde. Schon ein bisschen, ja. Man weiß nicht recht, was sagen. Worin bestand Ihre 4-jährige Tätigkeit beim Fernsehen? Ja, ich könnte eigentlich sagen, ich sei beim Fernsehen gross geworden. Ich habe angefangen bei den Kindersendungen und bei denen über die Jugend. Ich habe mal etwas für die Alterssendungen gemacht und bin jetzt bei der Frau gelandet. Also, es geht so richtig etappenweise. Sie wurden ursprünglich als Schauspielerin ausgebildet. Ist es das Schauspielerblut, das Sie die Arbeit vor dem Bildschirm anderen Aufgaben vorziehen lässt? Wo mich beim Präsentieren behalten, ja. Denn ich finde, es gibt so eine Spannung drin, die man irgendwie einfach braucht. Und das macht es auch attraktiv. Also, wenn man regelmäßig weiss, man muss irgendwo wieder mal etwas geben, so voll konzentriert. Und wo man entweder sehr befriedigt ist nachher oder das Gefühl hat, das nächste Mal machst du es besser. Es gibt Fernsehanstalten, die die Ansagerin durch einen geschriebenen Titel, einen Karton, ersetzt haben. Was sagen Sie dazu? Man sollte eigentlich gegenfragen, darf man eine Ansagerin durch einen Karton ersetzen? Regina Kempf daheim bei Krömli und Wein unmittelbar vor ihrem ersten Einsatz, also vor Dienstantritt als Ansagerin. Regina, wie hat sich denn nachher dein Leben verändert? An und für sich nicht so gross. Ich würde sagen, weniger als bei denen, die als absolute Neuling dazugekommen sind. Ich habe das Medium kennt, ich habe die Arbeit kennt. Es hat einen gewissen Vergleich wirklich mit dem Theater gehabt. Man gibt jedes Mal wirklich, man setzt sich voll ein, man gibt sich her. Und es ist das, was man eigentlich wirklich bis zum Schluss alle will, am meisten gefallen hat. Und hat viele müssen auswendig lernen, oder? Das ist auch eine Hauptarbeit. Ja, dort mal noch, ja. Wir haben ja keine, also zu meiner Zeit hat es keinen Videoprompter gegeben, nachher dann schon. Schätzchen der Nation hat es aber geheissen bei den Ansagerinnen. Mhm. Bei dir hat mir der Boulevardpresse eigentlich nie von Schätzchen der Nation geredet. Warum mache ich nicht? Wahrscheinlich wirklich darum, weil ich vorher schon als Redaktorin und Moderatorin geschafft habe. Also es war ein anderer Weg gewesen. Und das ausschließliche Prädikat, das man dann für Ansagerinnen wie sagen wir mal, Marie-Therese Gwerden vor allem oder vorher auch Rita Andermann hatte, die jetzt in meiner Generation dann dort dabei war, das hatte ich wirklich nie gehabt. Es ist ja so, dass du eben schon während der Ansagerinnenzeit auch noch andere Sendungen moderiert hast. Immer. Zum Beispiel Tipps für Sie. Ja. Das war was? Kannst du das kurz erklären? Eine Frauensendung. Eigentlich so fast ein Vorläufer vom Kassensturz. Aber speziell für Frauen? Nur für die Frauen eigentlich. Das heisst, dass die Haushaltssachen besprochen wurden? Ja, wir haben uns entwickelt im Laufe dieser Jahre. Und zwar so, dass man nachher gefunden hat, wir sprengen den Rahmen und dann hat man den Kassensturz gemacht. Also es ist nicht allein Schawinski seine Erfindung, es ist dann wirklich an den Zeitgeist so gesehen. Und wir sind natürlich am Tag da gesehen, am Nachmittag gesehen und er ist dann am Abend auftaucht damit. Aber immerhin, wir haben Achtungserfolge gehabt. In Berlin haben wir einmal einen Preis davon getragen und so. Weißt du für was? Für die Sendung. Für die Sendung selbst. Für die Sendung als solches, mit wie wenig Geld dass wir rausgekommen sind. Und das Ziel von dieser Sendung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gesehen, also Konsumentenschutz. Ja, und sagen wir, die ganzen Testsachen, die wir hier gemacht haben. Ich mag mich an eins erinnern, zum Beispiel, wo wir dann gedreht haben beim Hauswirtschaftsinstitut, so einen Test mit einem neuen Staubsauger, der klopft und den Staub rausholt. Und dann hat man einen ganz gross auf den Knie hat man den aufgenommen. Und wo dann der wieder zurückgegangen ist, ist der Teppich so leer geklopft, dass er kein Muster mehr drin hatte. Die ganze Füllung ist weg. Und dann hat es auch immer einen Wettbewerb in dieser Sendung. Du musst dich auch daran erinnern. Ja, weil wir ja natürlich irgendwo gewisse, im Laden würde man sagen, Kundenbindungen gesucht haben. Und das haben wir natürlich auch. Oder? Genau, ja. Genau. Und die Auflösung von einem solchen Wettbewerb vom 20. Mai 1972 schauen wir uns jetzt kurz an.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Schluss von unserer Sendung «Tipps für Sie» kommen wir noch zur Auflösung des letzten Quiz. Die Frau Marta Dumont aus Luzern, die eigentlich jetzt eine Glücksgöttin spielen soll, ist leider nicht da. Wir möchten sie Ihnen aber doch gerne vorstellen. Die Frau Dumont schaut sehr oft unsere Sendung. Und wenn sie keine Lust hat zum Fernsehen zu schauen, dann hat sie zwei interessante Hobbys. Sie sammelt Zinn und sie näht Goblin. Frau Dumont hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ja, und jetzt möchten wir also hinter unsere Ziehe gehen, Herr Weber. Sie kennen ja unseren Notar. Übrigens, die richtige Lösung heisst Lise Girardin. Ich sehe so der Karte noch, dass unsere Ständerätin noch nicht gar so bekannt ist. Ich möchte aber doch einmal ziehen. Jawohl, die Lösung ist richtig. Madame Lise Girardin. Und die Gewinnerin ist Frau Susanne Rohrbach, Mühlegässli in Neueneck. Merci, Herr Notar. Frau Susanne Rohrbach, Sie haben also die 50 Franken gewonnen vom heutigen Quiz. Wir gratulieren Ihnen recht herzlich. Damit möchten wir Sie einladen, zu unserem Studio kommen und das nächste Mal Glücksgöttin spielen. Das natürlich, wenn Sie Zeit und Lust dazu haben. Allen anderen Zuschauern, die da mal leer ausgegangen sind, denen möchten wir sagen, machen Sie doch wieder mit bei unserem nächsten Quiz. Vielleicht, dass Sie dann ein bisschen mehr Glück haben. Übrigens, wenn Sie sich noch für irgendetwas aus dieser Sendung interessieren, dann schreiben Sie uns. Vergessen Sie aber nicht Ihre Anfrage, es frankiert es und an Sie adressiert das Kuvert beizulegen. Und hier noch unsere Adresse. Ja, ja. Tipps für Sie, zu Zeiten, wo man Tipps noch mit einem P hat geschrieben, Regina Kempf. Mhm. Wie ist das, sind denn tatsächlich die Leute gekommen und sie Glücksfee spielen? Ja, ja. Das hat funktioniert oder in den meisten Fällen nicht, wie hier? Warum dass die Dame nicht gekommen ist, weiss ich natürlich nicht mehr. Aber in der Regel hat es funktioniert. Ist ein grosser Auftritt für die Leute? Ach klar, klar. Und dann nachher irgendwann mal können sagen, man sei auch im Fernsehen gesehen und man könne sich dann anschauen und so, weil wir sind ja aufgezeichnet worden. Also man hat sich selber können schauen. Das ist natürlich eine Sensation gewesen, damals. Und wir müssen noch ein besseres Bild über die Sendung, über die Konsumenteninformationssendung zu machen, schauen wir uns noch mal ein paar kurze Ausschnitte an. Die Regina Kempf in Action. Fragen über Fragen und Tipps für Sie. Auch wenn man ein Institut für die Reinigung engagiert, sind klare Abmachungen nötig. Man soll sich also aufgrund von einem ersten Augenschein eine schriftliche Offerte machen lassen. Was ratet uns da der Herr Ammann als Fachmann von der Zentralstelle für Obstverwertung? Wie ist denn zum Beispiel die Lagerung in einem Estrich oder in einer Garage oder in einem, auf einem Balkon? Vielleicht gibt uns darauf der Herr Schmid eine Antwort, der ja Vertreter vom Obstverband ist. Die Tiefkühlsaison hat mit der Rhabarberzeit angefangen. Aber nicht nur bei Anfängern, auch bei Leuten, die bereits Übung haben im Eingefrieren, tauchen immer wieder mal Probleme auf. Von Geschenken in letzter Minute halte ich eigentlich in der Regel nicht sehr viel. Denn erstens muss man sich anstrengen, noch etwas zu finden und zweitens merkt meistens auch der Beschenkte, dass es noch ein Nothelf-Geschenk ist. Das soll aber nicht heissen, dass ich überhaupt kein Geschenk mache. Im Gegenteil, ich habe das Jahr schon wieder recht früh angefangen. Ich habe mir nochmal vorgenommen, mal Früchte in den Raum einzulegen und ich habe auch Fruchtsaft gemacht. Ich weiss zwar immer noch nicht, wem ich es schenke, aber dass es Weihnachtsgeschenk werden soll, das ist ziemlich klar gewesen. Regina, du musst lachen. Sagen zu dir. Ja, bist so gut. Der erste Versuch ist dermaßen in die Hose mit dem Rumtopf. Der war nämlich voller Würm. Also du hast tatsächlich den Rumtopf gemacht. Das ist also nicht einfach nur eine Show. Nein. Und du hast dich jetzt daran erinnert, während der Beitrag gelaufen ist, dass du auch verkälter bist. Ja. Von der Stimme her habe ich es schon gehört. In dieser Zeit. Eben, das war jetzt 1970 rum, oder? Hat es das Fernsehzentrum Leutschenbach, wo wir heute drinnen sind, ja noch nicht gegeben. Wie hast du die Zeit vorher eigentlich in Erinnerung? Soweit noch spannend. Wir haben uns ja auf etwa 20 Häuser verteilt. Also, wenn man eine Sendung vorbereitet hat, dann ist man 3/4 vom Tag irgendwo auf der Strecke gewesen und hat seine Ware zusammengesucht. Dort ein Band und hier eine Grafik und das ins Studio bringen und dort noch eine Schrift und ein Beitrag im Hochhaus dort hinten. Also, man ist wirklich 3/4 vom Tag ist man auf der Straße gewesen. Und wie hast du die Übergangszeit erlebt? Im Bus.
Nee, aber es ist die Übergangszeit, wo nachher das Haus hier gebaut worden ist. Ja, ja. Ständig am Zyklen. Wir sind pendelt zwischen dem Büro im Bellerief und nachher dem Büro da und produziert haben wir zum Teil noch unten. Ein Teil der Ansage war immer noch unten gesehen. Dann hat man einmal die Ansage aufgeholt. Wir hatten noch ein kleines Studio da unten. Also man ist auch dort noch einfach dann zwischen der Stadt und da außen hin und her gegangen. Also logistisch hochkompliziert. Eine recht grosse Herausforderung war, dass alles klappt. Ja, ja, man hat wirklich an alles müssen denken und es hat gelernt, weil wenn man es nicht gehabt hat, hätte man nicht schnell können sagen, ich hole jetzt noch. Sondern dann hätte man es improvisieren. Am 22. September 1973 ist dann nachher das Fernsehzentrum Leutschenbach, wie man es genannt hat, eröffnet worden. Wie aufregend war das? Für mich auf zwei Teile aufregend. Auf der einen Seite, weil wir eine grosse Sendung gemacht haben. Und auf der anderen Seite, weil ich dort eigentlich eine neue Aufgabe noch mit übernommen habe. Ich habe angefangen, auf der Pressestelle zu arbeiten und habe mich mit Führungen auseinandergesetzt. Und das war sehr schmal, wo man dann gesagt hat, also jetzt haben wir nicht mehr 20 Häuser zum zeigen, sondern nur noch eins. Und jetzt können wir nicht mehr sagen, es sei zu weitläufig, sondern jetzt müssen wir es zeigen. Und damit haben wir die Tür aufgetan. Und der Erste, der sich angemeldet hat, das war der Verein von Seebach, der Quartierverein. Und der wollte mit etwa 1000 Leuten kommen. Und dann habe ich gesagt, Hilfe, ich überfordere dich, ich bin allein. Und dann haben wir das anfangen aufteilen und haben, glaube ich, ein Jahr lang fast für den Quartierverein Führungen gemacht. Und so. Also es ist sehr spannend gewesen. Also auch in der Zuschauerbindung? Ja. Aber jetzt möchte ich noch einmal auf die Sendung zu sprechen kommen am 22. September 1973. Wir wollen uns ein paar Ausschnitte anschauen von dieser Studioeröffnung. Und wir treffen hier in der nächsten guten Viertelstunde auf ein paar altbekannte Gesichter und natürlich auf einen Fernsehgeist von damals. Viel Spass! Liebe Zuschauer daheim, liebe Gäste bei uns, das neue Fernsehstudio Zürich-Seebach ist eröffnet. Jetzt, in diesem Augenblick. Also Premiere im Studio 1. Unterhaltungsshow mit Gästen aus der Schweiz und aus dem Ausland. Eine bunte Live-Sendung zum Auftakt. Und wir hoffen natürlich, dass sie Ihnen gefällt. Ihnen daheim und Ihnen allen auf der Tribüne. Und mitten unter dem Publikum auf der Tribüne haben auch unsere Ehrengäste Platz genommen. Der Vertreter von unserer Landesbehörde, der Herr Bundesrat Ernst Brugger mit Frau. Fürst Josef II. Und Fürstin China von Liechtenstein. Und der Regierungschef vom Fürstentum Liechtenstein, der Herr Dr. Alfred Hilbe mit Frau. Und bitte, liebe Zuschauer, haltet uns doch ein bisschen den Daumen. Die erste Direktübertragung aus dem neuen Studio, wir haben schon alle ein bisschen Lampenfieber. Ja, und in diesem Fall sind wir doch tapfer und fangen gerade an. Und zwar mit dem Michel Fugain und seiner jungen Gruppe. Michel Fugain et le Big Bazar. Attention, mesdames et messieurs. Gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons.
Schweizer Fernsehbreiter Moser, grüezi. Jetzt bist du aber verschrocken, Marlies, gell? Ja, gib's doch zu. Nein, es ist kein Witz. Schweizer Fernsehen stimmt. Weißt, wir haben heute eine Eröffnungssendung aus dem Studio Fernsehbach. Und da hat sich die Direktion gesagt, man könnte doch, ja, so zum Ausprobieren ein Spezialtelefon einrichten für Zuschauerreklamationen. Ja, und das bin jetzt ich. Dazu kommen, ich habe mal auf die Direktion angerufen. Wegen was? Ach, das spielt doch jetzt keine Rolle. Ja, natürlich zum Reklamieren. Von außen sehen die Sachen eben einfach ganz anders aus. Also ich rufe an und sage meinen Vers und da sagt doch der Mann vom Fernsehen, ob ich nicht würde, ja, ich hätte doch so eine Stimme, ob ich nicht würde die Reklamiertelefoner für heute Abend entgegennehmen. Es hätte nicht viel zu tun, wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, du musst doch sagen, was das für Fachleute sind, gell? Die müssen nur einmal hören und schon machen sie eine Entdeckung. Ja, sie geben sich enorm Mühe. Nein, sie geben sich, nicht sie haben. Ach, was verstehst denn du schon vom Fernsehen? Ja, schauen kann jeder, aber mit Verstand schauen. Überheblich? Wie kommst du auf das? Jemand, der mit diesem Programm zu tun hat, kann nicht überheblich sein. Oh, musst du entschuldigen, es hat geschallt, ich muss gehen. Sorry. Schweizer Fernsehreklamationen, grüezi. Sie sagen, Sie, Fräulein, finden Sie, das neue Studio sei tatsächlich nötig sei? Wie darf ich das verstehen? Ja, ich meine nur, nicht? Wenn Sie so weitermachen mit dem ewigen Geschwätz am Bildschirm, dann hätten Sie ja gerade so gut können im Bellrief bleiben. Nicht für ungut. Ja, nein, Sie, das ist dann Musik. Sie sind der Erste, der reklamiert. Sagen Sie, Sie hätten nicht zufällig einen bestimmten Wunsch? Ah, ja. Ich meine, wenn Sie schon von Musik reden, nicht? Musik? Nur einen Moment. Hätten wir etwas Musikalisches auf Lager? Wenn es etwas mit Klavier darf sein. Etwas, das swingt, etwas zwischen Jazz und Schlager, dann schlage ich den Horst Jankowski vor. Nicht mit Chor. Eine spezielle Nummer mit einem zweiten Mann an einem zweiten Klavier. Der Horst Jankowski und der Peter Schack. Und spielen tun sie eine Komposition von Peter Schack. Dazu kommt das Radio Tanzorchester, dirigiert von Hans Möckel. Gängt ihr das? Ja, Sie sind dann vielleicht ein Glückspilz. Ich gratuliere Ihnen. Ihre Erfüllung gab bei uns gerade in Wunsch. I'm gonna show you what you need to make a swinging band. You need a lot of blood and tears. Yeah, you take a bass. And you need a guitar. And of course, some drums. I want to introduce you to the man on the piano. Yeah. And these are the beats. Shoo, dee dee boo, dee 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 doo. Ooh, boo, shoo, doo, dee 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 dee. Jetzt krümmt die Posaune. Listen to them how they swing, swing. I should do dee dee doo dee 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 dee. One more. I want to introduce now the kings of the band, the man who plays trumpets. Boop dee 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 dee. No band can be the one who gives the 1, 2, 3. Thank you.
Fernsehreklamationen, grüezi. Ja, da ist Macklinger Fritz am Apparat. He? Und dass Sie ja gerade wissen, mit wem Sie es zu tun haben. He? Mein Bruder, sein Schwager zu Bern. Der wohnt dann an der gleichen Straße wie der Bundesrat Brugger. Ah, guten Abend, Herr Bundesrat. Nicht Bundesrat, nicht. Das ist nur eine Referenz. He? Sozusagen eine direkte Beziehung. Ja, gell, Sie? Es geht nicht über direkte Beziehungen in einer direkten Demokratie. Und mit mir sind Sie jetzt noch in direkter Beziehung zum Fernsehen. Hören Sie, kann ich jetzt endlich meine Reklamation anbringen? Ja, nur zu, Herr Bundes. Ich meine, für das bin ich ja da. Ja, schauen Sie, ich bin ein schlichter Fernsehzuschauer, gell Sie? Ein Voyeur ordinaire, möchte ich sagen. Ein Mann aus dem Volk, aus dem Schweizer Volk. Einer, der pünktlich seine Konzession zahlt. Im Namen von der SRG und der PTT, merci vielmals. Ja, aber wenn Sie so weitermachen, müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzession eines Tages nicht mehr reinkommt. Ich kann Ihnen sagen, meine Barbara, mein Töchterli, das ist von dieser Musik direkt demoralisiert. Seit 3,5 Jahren nimmt sie jetzt Klavierstunde. Und immer wieder muss Schweizer Fernsehen kommen und dem Bärbeli zeigen, was es alles noch nicht kann. Dem sage ich einen negativen Einfluss auf unsere einheimische Kultur. Weil jedes Mal, wenn so eine Sendung war und das Bärbeli übt am anderen Tag seine Tonleiter, nicht? Dann können sie Gift drauf nehmen, dass der Nachbar mit dem Besen an die Wand herklopft. Also mit derigen Sendungen da fördert man die Schweizer Kräfte nicht, sondern man sabotiert sie. Und wenn das so weitergeht, kann ich Ihnen sagen. Also nehmen wir jetzt einmal an, es geht nicht so weiter. Wie hätten Sie es denn gern, das Programm? Wissen Sie, ich darf nämlich auch Wünsche entgegennehmen. Aha, ja. Ja, also. Wenn Sie mich jetzt so fragen, dann würde ich sagen, also, ja. Prinzipiell, ne, würde ich sagen, man muss die zwischenmenschlichen Beziehungen in den Vordergrund stellen. Nicht wahr? Man muss die Leute ansprechen, wenn man sie will ansprechen. Ansprechen? Sie, da hätten wir, glaube ich, etwas. Guten Abend, liebe Zuschauer daheim am Bildschirm. Recht herzlich willkommen, verehrte Gäste, da bei uns im Saal. Grüezi, liebe Zuschauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, verehrte Zuschauer, geschätzte Gäste bei uns hier im Saal. Salut miteinander und herzlich willkommen.
Sie, es ist wieder einmal typisch schweizerisch da, typisch. Die A bei der Reihe. Einmal müssen auch die harten Tatsachen kommen. Und ich meine, ein bisschen mehr Rasse würde ja auch nichts schaden. Rasse? Rasse? Ja, doch, nur einen Moment. Das ist umweltverschmutzig. He? Geistiger Landesverrat ist da. Schmutz und Schund und Dreck. Hören Sie, ich sage jetzt mit Ihnen jetzt mit aller Deutlichkeit und mit dem treffenden Wortschatz des gewöhnlichen Volkes. Also, das ist. Das ein paar Ausschnitte aus der grossen Unterhaltungsshow anlässlich von der Studioeröffnung 1973, wo das Schweizer Fernsehen hier ins Leutschenbach gezügelt hat. Regina Kempf, du hast hier furchtbare Versprecher gehabt und bist schnell nicht weitergekommen. Ja. Was ist hier passiert? Das muss ein schlimmer Moment gewesen sein, oder? Lass, es ist, das war die Zeit, in der ich angefangen habe, Kontaktlinsen zu nehmen. Es war furchtbar heiß in diesem Studio. Und ich han, man sieht es ja noch, dass man ein bisschen blinzelt hat. Und plötzlich war eine Linse weg. Und, und du bist blind gewesen, eigentlich. Und ich habe nur noch so einäugig gesehen. Und das hat mich im ersten Moment furchtbar irritiert. Für das, finde ich, habe ich mich noch relativ gut gemetzelt. Aber das sind ja Momente, die man sicher nicht vergisst, oder? An dem hat man noch etwas zu gnagen im Moment. Im Nachhinein, ja. 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 Hat jetzt, mich geärgert. Hat es sonst auch so Pannen gegeben, wo man sagen muss, das ist wirklich unvergesslich? Ich bin wirklich in mich gegangen, um nachzufinden, ob ich so Pannen, echte Pannen hatte. Aber etwas Gravierendes von mir ist mir kaum eingefallen. Mit so nicht auf wahnsinnige Pannen. Du hast hier eigentlich immer bestens vielleicht funktioniert. Kleinigkeiten, aber eigentlich nie so, dass man hätte sagen können, es war wirklich eine Panne gewesen. Wir waren vorher bei dem Punkt, wo du in das Fernsehzentrum Zürich-Leutschenbach gezügelt wurde, wo du hast Führungen gemacht auch durchs Haus. Wie hast du das erlebt da am Anfang? Wie hat man sich da eingelebt? Wie war das gewesen, plötzlich unter einem Dach zu sein, alle zusammen? Eigentlich sehr familiär, muss ich sagen. Wirklich familiär. Was es ist mit vom ersten Mal gesehen, wo man wirklich alle gesehen hat. Wir sind ja noch nie so viel gesehen dort. Also man hat die Übersicht gehabt über die Leute. Man hat ein kleines Kantinchen gehabt, weil es ja rundum da nichts gehabt, wo man hätte essen können. Also man hat per Mikrowelle hat man noch ein bisschen etwas aufgewärmt bekommen und hat das miteinander gegessen. Also das ist von dem her, bis dann unsere Kantine wirklich eingerichtet war, ist es eine Weile gegangen. Und dann, von dort weg hat es sich dann langsam ein bisschen vergrössert. Was vorher bei dieser Eröffnung auch ins Auge gestochen ist, sind die vielen, vielen bunten Kleider, die ihr getragen habt. Hat man da einfach Freude gehabt am Farbfernsehen? Nein, man hat uns irgendwo verpflichten, dass nicht jeder mit einem eigenen Stil daherkommt. Und es ist schwierig, glaube ich, fünf Frauen auf einen Stil einigermaßen einzuspuren. Und da haben wir wenigstens noch die Farben können auslesen, die wir hätten wollen haben. Und es hat dann doch ausgesehen, wie wenn wir uns das könnten so tragen und einigermaßen wohlfühlen drin. Wir haben es vorher schon in dieser Premiere 4 gesehen. In ganz speziellen Momenten hat die Ansagerin ihre einsame Sprecherinnenkabine verloren und hat dann Einsatz gehabt im grossen Studio mit Publikum.
So auch am 25. November 1975. Sie sind Augenzeuge. Hat ein Kriminalspiel mit Publikumsbeteiligung dann geheissen. Wir schauen uns die erste Halbstunde jetzt von diesem Fall an. Eröffnet von der Regina Kempf. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sind heute eingeladen zum Kriminalspiel «Sie sind Augenzeuge». Um 21:15 geht es dann musikalisch weiter mit der Sendung in Konzert. Nach der Sportausgabe der Tagesschau bringen wir dann das Sportbulletin. Das war heute ungefähr um 22:30 Uhr. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie Augenzeuge. Sie sind also eingeladen, für ein Kriminalspiel mitzuhelfen, einen Fall zu klären. Wenn Sie auf den richtigen Täter tippen, dann können Sie uns anrufen. Und das Gewinnen ist ein Wochenende für zwei Personen in London. Die Nummern, die Sie einstellen müssen, können Sie allerdings nur herausfinden, wenn Sie auch den richtigen Täter gefunden haben. Und dafür müssen Sie sich ein paar Zahlen merken, die im Laufe der Geschichte eine Rolle spielen. Es wäre also gut, wenn Sie sich Blatt Papier und Bleistift parat machen, um die Zahlen zu notieren. Also, meine Damen und Herren, Sie sind Augenzeuge. Viel Vergnügen. Yes, of course. Beg your pardon? No. Listen. This is impossible. Absolutely impossible. And you know it, Richard. If you can't pay that price, I don't... Warst du, Kitty? Of course, my love. Was sagst du? Natürlich, Mutzli. Danke, Schatz. No, listen. Listen, if you can't pay that price, I don't see any, Just a minute, Richard. Mozeriert? Ah, Joachim. Ja, eine Sekunde bitte, ja? Listen, I call you back. I have the science fiction editor of the Sonntagszeitung on the other line. Yes. Yes, I call you back. But think it over, will you? Later on. Okay. Ja, Joachim. Ja, passen Sie mal auf. Sie können also schreiben, dass die Figur ungeheuer wertvoll ist. Ja, aus purem Gold. Mit Edelsteinen gespickt. Ja. Ja, ja. Das Museo del Oro in Lima hat sie auf 380.000 Franken geschätzt, umgerechnet. Bitte? Ja. Excuse me? Ja, der Herr Lutzwutzli. Ja. Komme. Ja. Bitte? Aber natürlich lasse ich die Figur bewachen. Gleich zwei Detektive habe ich engagiert, selbstverständlich. Die werden die Figur nicht aus den Augen lassen, wenn morgen die Presseleute und die Fotografen erscheinen. Aber ich passe schon auf, sicher. Wenn Sie nicht Platz nehmen? Hey, danke, ich muss noch ein bisschen wachsen. Ja, gut, sehr gut.
Und Sie schicken dann Ihren Berichterstatter per Flugzeug. Der Gusti holt ihn dann in Ascona auf dem Flugplatz ab. Ja, selbstverständlich, ja. Nein, ich sag Ihnen doch. Gleich zwei Detektive. Kann doch nichts schiefgehen. Ja, gut, in Ordnung. In Ordnung, Sie haben mich gewarnt. Gut. Tschüss, Joachim. Tschüss. Ja. Na, Entschuldigung, das ist auch da richtig sicher. Ah, grüß Sie, Herr Lutz. Herr Mozeriet. Ist nett, dass Sie haben kommen können. Ja, bitte, bitte. Ja, haben Sie Ihre Frau Gemahlin nicht mitgenommen? Als Hilderi, ja, selbstverständlich. Ja, weißt du, ich habe Gusti gesagt, er soll ihr noch geschwind das Zimmer zeigen. Ja, sie hat keine Ruhe gehabt, bis sie mir die anderen Hosen schnell in den Kasten gehängt hat. Ne? Ja. Sie sagt, es gäbe so Schrümpfe, sagt sie. Ein tüchtiges Frauenzimmer. Ja, ohne Hilderi hätte ich den Auftrag gar nicht annehmen. Ja, ja, sie ist nach allem, was sie mir gesagt haben am Telefon gestern. Genau, es ist eine heikle Aufgabe. Ne? Es handelt sich immerhin um 380'000 Franken. Ne? Ja, Kitty. Würdest du bitte dem Arthur M. Herberich sagen, die beiden Detektive aus Zürich sind angekommen, soll doch so lieb sein und schnell raufkommen. Aber natürlich, Mutz. Ja, bist ein Schätzeli, Schätz. ein Drink? Aha, ja, doch, gerne. Ja, ja. Oder wenn Sie warten, bis Ihre Frau runterkommt? Wäre dem Hilderi vielleicht fast lieber. Ja, nur dann nehme ich einen. Bitte. Dankeschön. Sie kommen gerade runter, lassen Sie sagen, da, Frau... Frau Dingstober. Lutz. Lutz. Richtig. Wenn du nicht mehr Schmutz, dann mache ich jetzt auch vier. Ja, also ich meine, der Wagen von Lutz sollte natürlich in die Garage, gell, Gusti? Ja, ja. Der Wagen von Lutz kommt schon in die Garage. Aber sonst hast du nichts mehr, hä? Nein. Sonst habe ich nichts mehr, Gusti. In dem Fall. Miteinander. Ah, bitteschön, Madame. Aha, Hilderi. Komm nur hier! Ah. Ja, das ist nicht Hilderi. Nein, ich weiss ja, das ist unsere Madame Urubamba. Aha. Buenos tardes, Signora. Das ist der Knüller für die morgige Pressekonferenz. Sie werden es sehen. Witze? Bröstli, hm? Oh, danke vielmals, Sie sind gütig, aber ich würde ja wie gesagt noch warten, bis Hilderi kommt. Das ist meine Frau, das Hilderi. Kann sie nicht reden? Ja, so Deutsch kein Wort. Ja, und Spanisch auch nicht viel mehr. Ja, ja, wissen Sie, die kommt aus Peru. Aus den Anden. Und dort reden Millionen von Indios immer noch die Sprache, die ihre Vorfahren schon geredet haben. Dinkas. Ja, ja. Ja, blödsinnig interessant. Ja, 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 blödsinnig. Ja. Excuse. Aber das ist es, Frau Gemahlin. Ganz genau. Das ist Hilderi. Hilderi, das ist der Herr Mozeriet. Frau Lutz, freut mich sehr. Ich habe gerade noch am Friedolin seine Hose in den Kasten hängen. Ich kann es nicht verputzen, wenn er so verkrugelt rumläuft. Ja, also willkommen in der Casa Kitty. Ist ein schöner Name, Casa Kitty. Ja, eben. Ich nehme an, Ihre Frau heisst Kitty. Ja. Ja, das Kitty heisst Kitty. Ja, ja, ja. Ja, und Villa heisst nach dem Kitty. Das stimmt. Wenn wir mal ein Häuschen vermögen im Tessin, Schätzli, würdest du es dann auch Casa Hilderi taufen? Selbstverständlich, Hilderi. Casa Hilda. Die ist lieb. Je, yeah, die Aussicht, das ist ja wunderbar. Sie wohnen ja schon fantastisch. Das hat ja das Vermögen gekostet. Andererseits sind ja die Steuern da sehr günstig. Da könntest du natürlich auch... Hilderim, das ist Frau Urubamba. Grüezi, Frau Bamba. Urubamba. In Wirklichkeit heisst sie natürlich nicht Urubamba. Darf ich mich vorstellen? Arthur M. Herberich. Paradepferd und Starautor von unserem Verlag. Ja, Duri. Gott. Lutz Hilderi. Freut mich, freut mich. Lutz Fridolin. Enchanté. Ist meine Frau und Partnerin. So, so, so. Sozusagen der Doppellutz. Wenn ich recht verstanden habe, seid ihr da, um die Kostbarkeiten zu bewachen, die ich aus Peru mitgebracht habe. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr den Auftrag können annehmen. Ja, uns freut das selbstverständlich auch. Ja. Dürfte ich Sie vielleicht bei dieser Gelegenheit um ein Autogramm bitten? Ja, lass das nur weg. Ich habe zufällig gerade ein Helgeli dabei. Wie ist euer Vorname? Eben Hilderi. Ja, für
Hildeli, herzlichst Arthur M. Herberich, bitte schön. Danke vielmals. Ja, um also auf die Kostbarkeiten zurückzukommen. Ja. Was ich da von meiner letzten Reise aus den Anden mitgebracht habe, ist, das darf ich also in aller Bescheidenheit behaupten, eine wissenschaftliche Sensation. Um aber auf Ihren Namen zurückzukommen. Hildeli? Nein, nicht euer, Ihre. Ah, es. Nein, sie heisst natürlich nicht Urubamba. Urubamba ist vielmehr der Name von einem Fluss in den Anden. Weil aber ihr eigentlicher Name, wie viele Wörter in der Quechua-Sprache für mitteleuropäische Zungen absolut unaussprechbar ist und weil außerdem der Urubamba-Fluss an ihrem Heimatdorf vorbeitonnert. Ja, da habe ich Arthur gesagt, Turi, hör mal, machen wir es doch nicht so kompliziert. Sagen wir ihr doch auch einfach Urubamba. Das klingt einerweg exotisch, oder? Ja, ich finde, das klingt sogar sehr exotisch. Für die Inka war der Urubamba ein heiliger Fluss. Ja, aber Fluss, ich glaube, etwas Lustiges würde jetzt nichts schaden. Wie wäre es mit einem Whisky oder so? Ja, gerne jetzt, sehr gerne. Ja, gern. Mit viel Wasser. Mit viel Wasser und Frau Gemahlin. Ich liebe Bur, bitte. Ja, Moment, ja. Um also auf den heiligen Fluss zurückzukommen. Der erste Inka, Manco Capac, Sohn der Sonne, soll im Urubamba badet haben, nachdem er auf der Sonneninsel im Titicacasee an Bord von einer Weltraumrakete. Ja, das gibt's ja nicht. Das steht für mich außerhalb von jedem Zweifel an Bord von einer Weltraumrakete. In der Höhe von 3812 Meter über Meer. Im heutigen bolivianischen Hochland gelandet oder vielmehr gewassert ist. Später hat es ihn nach Norden gezogen und dort hat er den Grundstein gelegt für die erste Inka-Hauptstadt Cusco. Ach, Cusco. Cusco, das gibt doch auch etwas zum Essen, wo Cusco heisst. Ne? Ah, ja, ja, Sie meinen Couscous. Ja, ja. Ah, ja, natürlich Couscous, richtig? Ja, ja. Machen aber das Hildeli so Champagner-Fan. Ja. Ah, ja, so, aha. Das ist doch Porridge. Wissen Sie, ich gebe all diesen Gerichten immer so ein bisschen eigene Namen. Ja, ja. Also, Nasi Goreng ist bei uns einfach ein Birchermüsli. Ne? Ja, also in dem Fall Prost. Ja, Moment, Moment. Ja, also um auf die Inka-Hauptstadt Cusco zurückzukommen. Was haben Sie? Wollen Sie schon ein Gläschen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich habe eine ganze Flasche. Also dann Prost. Moment, ja, vermutlich hat sie realisiert, dass wir uns über sie unterhalten. Und das hat sie natürlich nicht gern. Sie versteht ja kein Wort. Ja, es sind schon ein bisschen komische Vögel da, die Indios. Also, Moment, ja, aber es war doch ein glänzender Einfall von meinem Verleger, dass er die Dame aus Peru eingeflogen hat. Sie war es nämlich, die mich zu dieser Grotte geführt hat, wo ich die unermesslichen Entdeckungen und Kostbarkeiten gefunden habe. Ja, ja, am besten wäre es, wir würden sie mal denen anschauen. Gehen Sie gleich! Ja, aber das erste Mal. Ja, Moment, ja, Moment. Also. Salut! Salut! Zum Wohl! Zum Wohl! Ja. Herr Mozzarella? Ah, zum Wohl! Ja. Moz? Ja. Schatz? Ja, wissen Sie, ich habe mir natürlich gesagt, wenn mir morgen der Presse das neue Buch von Arthur M. Herberich vorstellen, dann wäre es natürlich der Knüller, wenn wir die Indianerin in Fleisch und Blut könnte präsentieren, wo ihn dann in den anderen zu diesen Schätzen geführt hat, nicht wahr? Oh! Wieder hin! Ja, ich glaube, es ist am besten, wir schauen mal das Objekt hier an. Werden Sie so gut sein? Ja, bitte. Darf ich Sie bitten? Tja. Hey, Arthur, würdest du ein paar Erläuterungen geben? Du verstehst das? Ja, aber selbstverständlich. Die interessantesten Stücke haben wir hier aufgestellt. Aha. Das ist ja blödsinnig schön, also wirklich. Ja, findest du nicht auch, Hildeli? Ja, ja, Friederin, ich möchte nur wissen, wie die das dazu mal gelismet haben. Zwei Linke, ja, nicht ganz. Je, und das da, Herr Herberich. Ist das ein Kopf oder ein Topf? Sowohl als auch. Die vorkolumbianischen Kulturen kennen keine ausgesprochenen Kultgegenstände. Alles, was dem Kult dienet hat, ist zugleich auch Gebrauchsgegenstand gsi. Im Moment, Gottes Willen! Nicht in die Hand nehmen! Ist sehr schwer. Könnte doch verbrechen.
Wir haben ihn bis zur Hälfte mit Sand gefüllt. Weil, wenn er nämlich leer ist, prahlt er furchtbar leicht um. Leider. Ja, und es wäre natürlich auch schade, wenn irgendetwas abbrechen würde. Ja, ja, das wäre ja ein Verbrechen. Eben. Also, wenn die Presse da ist, wird die über jeden einzelnen Gegenstand natürlich genaue Erläuterungen abgeben. Ah, erst morgen. Für heute nur so viel. Sensationell. Absolut einmalig ist ein Gegenstand. Ein Opfermesser. Ein sogenannter Dummy. Du, Fridolin, hat nicht zu Zürich gesessen, so einer in der Stube? Hilfe, du bist gut. Wohl, gerade am reinkommen. Ähnliche Dummy werden in Peru leider Gottes heute kunstwerblich fabriziert. Zu Hunderten. Ihr könnt so eine Nachahmung in jedem Läden kaufen. Aber der hier ist natürlich echt. Er ist aus massivem Gold. Darum ist er auch so schwer. Ist jetzt schade. Was ist da schade? Ja, dass jetzt gerade der Goldpreis gesunken ist. Ja, ja, der ist trotzdem sehr viel wert. Verstehen Sie? Ja, schauen Sie mal da. Das, da das sind alles echte Edelsteine. Nicht wahr? Da. Also alles da auch. Nicht? Das Museo del Oro in Lima hat es auf 380'000 Franken geschätzt. Also, ich meine, in Wirklichkeit ist er natürlich viel mehr wert, aber um das geht es doch überhaupt ja, entschuldige, ich kann mich nicht einmischen. Genau. Entscheidend ist doch etwas ganz anderes. Es ist doch nicht Gold und Edelstein und das Gold und das materielle Wert. Entscheidend ist Folgendes. Die sieht auf dieser Figur eine Reihe von kleinen Zeichen und Zeichnungen. Mikroskopisch klein, deswegen wird es ein Mono der Presse unter dem Mikroskop erläutern. Und diese Zeichen und Zeichnungen stellen den schlüssigen Beweis dar, wo ich so einem Mann wie der Erich von Däniken bis heute schuldig geblieben ist. Der Beweis nämlich, dass unsere Erde in verschiedenen Zeitepochen von außerplanetarischen Kosmonauten angeflogen und kolonisiert worden ist. Das ist ja blödsinnig interessant. Und die Zeichen oder Zeichnungen, wie Sie sagen, wo sind die? Von bloßem Auge kann man sie fast nicht erkennen. Das ist ja das Frappierende, dass man in dieser Zeit schon in der Lage ist, auf Metall so kleine Figuren einzugravieren, die nicht grösser sind als Buchstaben auf einem Mikrofilm. Ja, Kapfer, jetzt steht es für Ihren Lutz, ist fantastisch. Also, wirklich, muss ich sagen. Grossartig. Sieht fast ein bisschen aus wie Kratzer. Ja, schau jetzt da. Wir haben so Kratzer. Ja, ich habe das falsche Putzmittel genommen, gell? Das, wo eben kratzt, das sagen Sie mir im Fernsehen. Oh, in der Werbespots. Aber oh, da! Oh, unten oh, oben! Oh. Oh, ja, die müssen nicht erklopfen, Frau Lutz. Sie kann es nur nicht ertragen, wenn eine andere Frau der Dummy in die Hand nimmt. No, dann geh mit. Popo, geh den Bettel. Oh, pst. Und eben die Kratzerli, wie die da so laienhaft die Sachen bezeichnet, stellen das zentrale Beweisstück dar für die Erkenntnis, die ich in meinem neuen Buch formuliert habe. Ja. Und darum haben wir sie eben engagiert, verstehen Sie? Der Dummy muss natürlich scharf bewacht werden, wenn morgen von den Elfen an das Haus nur so wimmelt von Presse, Fotografen und Journalisten, verstehen Sie? Ja, das ist mir vollkommen klar. Nur ich meine jetzt, bis morgen sehen Sie da noch keine Gefahr? Sind ja nur wir da. Ja, und von Ihnen will ich niemand das Dingsli da klauen. Ach, das ist doch einfach lächerlich. Beklauen mich doch nicht selber. Und außerdem, der Herr und Frau Mutzeri sind doch über jeden Zweifel erhaben. Und für einen Gusti lege ich auch die Hand ins Feuer. Ja, der Herr Gusti ist eigentlich Chauffeur bei Ihnen. Ja, also ein bisschen Chauffeur, ein bisschen Gärtner. Und ein bisschen Freund des Hauses, nicht wahr? Ein entfernter Cousin von meiner Frau, ja, der vor zwei Jahren Pech gehabt mit seinem Sportgeschäft. Also, der Gusti mockt den Dummi so wenig wie dir beide. Dummi, Joanna, gut ab, komm mal rauf! Fridolin, gewacht! Dummi, Arradetias! Arradetias! Also, Entschuldigung, es tut mir leid. Ja, sie hat es natürlich auch nicht gern, wenn einen Mann in die Hand nimmt. Ihr müsst das begreifen. Solche Gegenstände sind für die Indios Eigentum der Götter. Ja, was? Ich habe gemeint, in Südamerika seien die Indianer katholisch. Ja, das sind sie auch. Aber sie glauben an ihre bösen alten Inka-Götter noch genau gleich wie an die katholischen Heiligen. Sie sehen den Widerspruch. Hast du zugeschmückt? Das ist interessant. Du machst das schon echt. Komm, haut's. Wenn wir nicht über den anderen anfühlen.
Wir wollen ja dann noch von diesen Wertgegenständen reden. Dann für Sie bitte, ja? Gerade dort bei dieser Postengruppe, dann, da ist es nicht so gemütlich. Wissen Sie, wenn die Schmine nicht brennt, ist es... Entschuldigung, Herr Brich, die Frau Urubamba. Ja, Urubamba. Ist denn die nicht muff worden, wo Sie ihr die ganzen Schätze der Höhle ausgeklaut haben? Ich konnte ihr begreiflich machen, dass es mir nicht darum geht, mich zu bereichern, so wie seinerzeit die spanischen Conquistadores unseligen Angedenkens, sondern dass es mir einzig und allein darum geht, mein Wissen zu vertiefen. Ja. Über die Wesen, danke schön. Über die Wesen, die sie als ihre göttlichen Vorfahren anschauen, die aber in Wirklichkeit nichts anderes sind als kosmonautische Kolonisten aus einem anderen Sonnensystem. Und das hat so einem einfachen Naturkind vollkommen eingeleuchtet. Sind Sie ganz sicher? Ja, also ich meine, ein bisschen Angst hat unsere Urubamba natürlich schon, nicht wahr? Dass der Manitou könnte sauer sein, dass sie euch da das Götterglump mitnehmen hat, nicht? Das ist Rothaut fürchtet Götterrache. Ah. Das ist die Schlagzeile, die mir noch gefällt hat. Ah. Sensationell. Yvonne. Mutzli. Oh, Durili. Yvonne, pur wie immer, gell? Grüezi. Sie? Oh, Sie kommen mir bekannt vor. Warten Sie mal. Heute für Leute. Stimmt, stimmt. Ich bin Yvonne. Yvonne Grellmann, Journalistin. Wer sind Sie? Das sind Herr und Frau Lutz, Yvonne. Weißt du, zwei Detektiven aus Zürich, die bewachen dann das Götterzeug da, nicht wahr, wenn Mondpress kommt. Verstehst du? Agentur Antikramer, Ermittlungen und Überwachungen. Diskretion, oberstes Geschäftsprinzip, ab 23 Uhr 15% Nachzuschlag. AHV-Mitglieder, Studenten und Militär 10% Rabatt. Ja, Presse selbstverständlich auch, ne? Das Kärtchen. Entschuldigung, bitte unser Kärtchen, falls Sie auch mal in die Lage sind, einen Detektiv zu brauchen. Ja, gar nicht, man weiss ja nie. Ja. Dein Whisky. Danke, Schätzli. Ich habe gemeint, Presse sei erst auf morgen eingeladen, oder? Ja, Yvonne ist da schon ein Sonderfall, gell? Ja, das Yvonneli kommt eben nicht von der Feld-, Wald- und Wieserpresse, oder nicht, Mutzli? Nein, sicher nicht, kann man nicht sagen, nein. Ich habe ihm schon Menge Steine in den Garten gerührt, unser Mutzli. Ja, und halt einen grossen Garten. Und wo noch sämtliche Kollegen gegrinst haben über den Otto M. Herberich, wo ihnen alle gesagt haben, dass ich ein Spinner, hat sich das Yvonneli gesagt, ein Spinner, das stimmt. Ja? Nicht böse, Durlin. Aber ein Spinner, der mal noch Schlagzeilen macht. Ich nicht faul bin an Zeck und habe dem Chefredakteur sofort eine schmucke Reportage über ihn aufgeschwätzt. Mutzli, gell, bist nicht böse. Ich nehme noch einen. Aber nimm doch du dir, was du willst. Wenn es dir noch gut geht, Yvonne. Also, Herr Lutz, schau jetzt. Er ist im verlogenen Keil. Meinst du, Mutz? Ja, wer denn sonst? Ja, aber tüchtig ist er. Aber auch die verdient das grosse Geld. Dich speist er ab mit einem schäbigen Rest. So, in einer Viertelstunde kann man essen. Ah ja, wunderbar. In einer Viertelstunde, Friedolin. Sensationell. Ciao, Yvonne. Ciao, Schätzli. Kittilein, komm doch noch ein bisschen zu uns. Bis so lieb. Komm, nimm ein Aperitif. Komm, das gibt Hunger und gute Laune. Ja, Sie werden natürlich schön Hunger haben nach dieser Reise. Herr und Herr Lutz, he? Hunger ist der Summton. Friedolin, jetzt hast du doch im Auto so ein Sandwich verdrückt. Wie du mich wieder anstellst. Wieso? Ist doch wahr. Er sollte ihn nämlich abnehmen. Schauen Sie mal. Mir glaubt ja kein Wort. Im Judo-Club der Privatdetektiv sagen sie mir aber alle. Ja, ja, ich gehe jetzt dann nicht mehr. Wenn Sie sich vielleicht noch etwas frisch machen? Ja, ich weiss nicht, ob wir die ganzen Kostbarkeiten so lange verleihen lassen. Herr Lutz, schauen Sie, Ihren Auftrag fängt erst an, wenn die ersten Journalisten die Casa Kitty stürmen. Verstehen Sie? Und bis dahin können Sie ruhig privat bleiben. Für die, wenn Sie meinen, der Mutzeriert, dann gehe ich mich ganz gerne schnell umziehen. Ja, sind Sie so nicht, ja? Siehst du, Pinkeri? Jetzt bist du aber froh, dass ich deine Hosen aufgehängt habe, gell? Also, dann auf später. Auf später. Wieder schauen wieder an. Wieder schauen. Bis nachher. Ja, in dem Fall gehe ich mich auch noch schnell den Weg machen. Warte, ich komme gerade schon mit. Nein, bleib noch. Ich finde es schon. Ich denke, das gleiche Zimmer. Wie immer. Hinten rechts, oder? Du sagst es. See you later. Ja. Mein Gott, ist das eine blöde Geiss. Ja, du sagst es.
Nein, wirklich. Also ich muss sagen, das ist also eine so eine dumme Zwetsch, gar nicht selten gesehen. Mensch, Simon. Ja, natürlich, wer denn sonst? Ja, aber tüchtig ist sie. Und Einfälle hat sie. Bei dir vielleicht, ja. Hey, ich weiss schon, man muss ihnen den Hof machen, den Journalisten, das ist klar. Nicht? Aber so etwas Blödes einbilden, zu aufblasen wie die Grillmann, das darf ja nicht wahr sein. Willst du auch noch einen? Ja, natürlich. Ja, wir sitzen ein wenig an, das ist immer ungestört. Ja, nun. Also dann, Prost. Salut! Auf ein gutes Gelingen. Ja, weißt du. Was Pressmann betrifft, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Mein Buch wird eine Bombe, da kannst du sicher sein. Und der Dummi, Dummi ist eine absolute Sensation. Das werden sogar die ewigen Skeptiker und Nörgler und Meckerer und Kritiker müssen zugeben. Meinst du? Ja, aber ganz sicher. Und wie du das alles arrangiert hast, Mutz, das ist erste Klasse. Ach, komm. Doch, da kann man dir nur gratulieren. Weißt du, was du für Einfälle hast? Zum Beispiel, dass du die Presse nicht in irgendein Hotel eingeladen hast, sondern in deine legendäre Tessiner Villa. Weißt du, das ist also, das wird seine Wirkung nicht verfehlen. Und dann natürlich vor allem die Urubamba. Die geheimnisvoll exotische Beigabe. Aber weißt du, trotzdem, also die Journalisten, das sind hartgesottene Leiber, die wollen sich nicht so rasch aus der Ruhe bringen. Wir zwei schaffen das morgen, wie ist es schon gesehen. Es wird eine Bombe, das ist überhaupt gar keine Frage. Komm, ich habe noch einen Sherry über Mutzli. Aber natürlich, Kittilein, selbstverständlich. Was wird eine Bombe? Die Pressekonferenz morgen und natürlich vor allem mein Buch. Dein Sherry. Bist ein Schatzmutzli. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt auch in mein Zimmer gehe. Ja? Bis nachher, gell? Ja. Excuse. Ein bisschen Marschverpflegung. Na ja. Dann also Prost. Prästli. Prästli. Sag mal. Ja? Bist du auch so optimistisch wegen Mohn? Ja. Ich bin sehr optimistisch, Mohn. Allerdings nicht aus dem gleichen Grund wie der Herberich. Warum? Ja, schau mal. Das Ganze drum und dran, inklusive Urubamba, das ist ja ganz gelungen, aber unter Socken hält das Presse noch lange nicht. Gell? Ja, und dann der Dummi mit den astrologischen Zeichen? Der ist nicht schlecht. Wenn er echt ist. Ja, du meinst es. Ja, nein. Aus purem Gold ist er schon, selbst schon. Ja. Bei den Edelsteinen bin ich nicht so sicher. Aber er wird auf jeden Fall ein Haufen wert sein, klar. Nur ob die Hieroglyphen da tatsächlich das bedeuten, was der Herbrich drin sehen will, das ist fraglich. Und ob sie so alt sind wie die übrige Figur, ich habe da meine Zweifel. Gell? Ich weiss nicht, ob nicht irgendein gerissener Schwindler da die Zeichen nachträglich eingraviert und dann am Duri als echtes Altertum verkauft hat. Ja, aber ich habe gemeint, die Urubamba hat ihn zu diesen Schätzen geführt. Ja, ja. Das ist die Version, die wir offiziell bekannt geben. Das ist klar. Aber in Wirklichkeit hat er doch den Hinweis auf die Höhle von einheimischen Archäologen bekommen. Allerdings könnten das auch keine Archäologen gewesen sein, sondern einfach Schwindler, wer weiß. Ja, und Urubamba? Die hat einfach neben der Höhle zugewohnt, seit du. Ja, aber Mutzli, wenn du das Gefühl hast, das Ganze könnte ein Schwindel sein, warum bist du denn gleich so optimistisch? Weil ich eine kleine Zusatzsensation vorbereitet habe. Was für eine? Morgen, ein paar Minuten bevor die ersten Journalisten kommen, wird der Dummi verschwinden. Verschwinden? Spurlos. Und zwar unter den Augen von unseren beiden famosen Detektiven. Ja, aber wieso denn das? Ja. Ich meine, ich komme nicht raus.
Schau, das gibt doch die Sensation, Kittilein. Da stürzt sich jede Zeitung drauf. Das ist die genialste Werbung, die wir für das Buch von Turi machen können. Hm? Stell dir das doch einmal vor. Unschätzbarer Goldfund unter den Augen von zwei Detektiven. Nicht? Minuten bevor er der Weltpresse gezeigt werden sollte, einfach spurlos verschwunden. Das verschwundene Göttergold, so hat die Episode geheißen. Wir steigen jetzt an dieser Stelle aus. Bei diesem Kriminalspiel ist es ja darum gegangen, dass das Publikum bei der Auflösung des Falls mitroten. Heute würde man dem interaktives Fernsehen sagen. Regina, magst du dich noch erinnern, wie das gelaufen ist damals? Eigentlich sehr eine spannende Sache, weil es ist ja von dem her gesehen, von dem Format her gesehen, so ziemlich ein Novum gesehen, dass man in dieser Art und Weise mit dem Publikum zusammen spielt. Und erst noch etwas für die Allgemeinheit hat, also sag mal, wo alle können zuschauen können, auch wenn sie nachher nicht mitröteln wollen. Aber es war so ansteckend gemacht, dass man im Grunde genommen viel, viel grösseres Echo hatte, als was man je erwartet hat am Anfang. Was recht kompliziert war, ist die ganze Auflösungsgeschichte mit diesen Rechnereien, um zu dieser Telefonnummer zu kommen. Haben das die Leute wirklich können? Ist das nicht viel zu kompliziert? Nein, sind tatsächlich Telefon reingekommen? Ja. Nein, das weiss ich schon. Also wir haben eine ganze Zielte von Telefonistinnen gebraucht zu dieser Zeit, die dann wirklich entgegengenommen haben. Und wenn es nur darum war, um zu sagen, danke, wir sind schon bedient. Wir haben die Gewinnerin schon. Wir haben sie schon, ja. Weil, ich meine, es hat auch alles Mögliche gegeben. Wobei, es haben immer solche probiert, dann auf eine andere Nummer, über die Hauptnummer reinzukommen. Und dort etwas abzugeben. Weil sie meinten, sie können so den Preis packen. Auch noch reinkommen. Ich muss schmunzeln. Jedes Mal, wenn wir jetzt eine Einspielung uns anschauen aus dem Archiv, bist du voller Fragezeichen, was du eigentlich anhast. Du funktionierst sehr über Kleider. Kannst du dich dann nachher auch wieder grad an Momente erinnern? Ja, also da kommt dann wie ein Domino-Spiel. Also man tippt etwas an und es fällt um und es kommen dann Haufen Bilder und Erinnerungen dazu. Das Outfit, das wir jetzt vorher gesehen haben, was für Erinnerungen kommen da? Ja, ich weiss, dass es zu dieser Zeit eigentlich etwas sehr Eleganz war. Man hat mir dort dann auch gesagt, dass man wirklich jetzt nicht weiss tragen darf. Darum musste ich dann eine graue Bluse dazu nehmen. Und die ausgestellten Kragen, die ja dann mal eine Weile lang so wahnsinnig Mode gesehen sind, wo man dann möglichst im Dreifachformat hatte. Ein bisschen etwas hat man ja bei dieser Eröffnungssendung gesehen mit diesen riesen Kragen, aber sie haben einfach dann zu diesen aufgeblusterten Köpfen gepasst. Und mit den Wimpern hat man noch etwas geschafft. Oh ja, da hat man geklimpert, das kann man sagen. Wir haben also mindestens eine Garnitur haben wir drauf gehabt, eine dicke, eine dünne. Und, wohl, also das war dann eine Wissenschaft für sich, wenn man die drauf tut und dass sie heben, wenn man schwitzt und so. Aber das hättest du nicht selber machen müssen, oder? Ja, also ich weiß, dass wir uns vielfach doch selber geschminkt haben. Also zumindest ein Teil davon. Also vor allem auch am Wochenende ist es, sind wir vielleicht alle zusammen noch nicht gerne so wach gewesen, wenn wir am Morgen um 7 oder um 8:30 nicht mehr anfangen müssen. Weil dann doch um 8:30 manchmal dann der Gottesdienst losgegangen ist. Und wir dann dort müssen wir putzt und gestrahlt sein, wenn man oh, so ja. Schön sagt. Oh, ja. Gehen wir noch mal zurück auf die Sendung «Sie sind Augenzeuge». Nach dem Kriminalspiel «Das verschwundene Göttergold» ist es dann zu der Auflösung von diesem Fall gekommen. Und die Auflösung die schauen wir uns jetzt an. Ja, wer hat etwas beobachtet? Wer hat etwas gesehen? Oder wer hat eine Vermutung, wer es könnte gewesen sein? Ein Motiv für irgendeinen von den verschiedenen Beteiligten. Ja, die Dame, danke vielmals. Also, für mich ist es die Journalistin, weil ich das Gefühl habe, die Journalistin hat das Motiv, sie will die Geschichte bereits heute raus haben und nicht erst morgen. Ah, das ist also das Fräulein Grellmann. Jawohl. Und das Motiv wäre, dass sie ihre Sensation schon heute will. Jawohl. Und wie sehen Sie die Möglichkeit, dass sie den Tommy verschwinden lassen hat? Ja, verschwinden lassen hat eigentlich jeder können, weil jeder im Zimmer drin war, oder? Ja. Und für mich hat sie ihn irgendwo neben versteckt. Auf sich tragen tut ihn sicher niemand, oder? Nein, das haben wir untersucht. Das ist also tatsächlich. Also sie ist die einzige Person, die sich nicht offiziell vorbereitet hat auf den Diebstahl. Und für mich kann es nur die Journalistin sein, weil sie will die Geschichte heute rausgeben. Moment mal, ich danke Ihnen vielmals für den Hinweis. Fräulein Grellmann, Sie haben gehört, die Dame hat Ihnen ganz
konkretes Motiv untersteht. Wie schreibt man Motiv? Dann hat sich da einer noch jemand gemacht. Hat nicht Sina ein... Jawohl, ja. Also ich möchte wissen, was Frau Urubamba Stöckli so lange zu tun hat. Nachdem sie entdeckt worden ist, ist sie auf der Terrasse draussen durchgelaufen. Sie hat also relativ sehr lang gehabt. Frau Urubamba, ja. Wir werden Sie fragen. Danke für den neuen Hinweis. Hegeli, bist du so nett und tust das einmal alles genau notieren? Die verschiedenen Verdächtigungen, Motiv und Gründe. Frau Urubamba. Ja. Respektive Frau Stöckli. Sie haben gehört, was der Herr gesagt hat. Sie sind da auf der Terrasse außen durchgelaufen, nachdem wir also bereits gehört haben, dass der Tommy verschwunden ist. Ja, klar, ich gehe immer etwas auf die Terrasse. Aber es war eine spezielle Situation. Wenn da innen einer um Hilfe ruft, wir sind am Essen, da sind Sie ja dabei gesessen. Da ja. Bin ich Zeuge. Wir sind alle da durchgerannt. Ich meine, da geht man doch logischerweise an sich auf dem direkten Weg und nicht auf dem Umweg über die Terrasse. Ja, nein, ich kann ja schauen. Ich bin einfach außen rumgegangen, weil das so ein Gestunk war, die Türe nicht. Da dachte ich, es geht schneller, wenn ich außen rumgehe. Dann bin ich zum Hintertürli aus. Und außerdem gehe ich einfach lieber auf die Terrasse, als hier einfach so in den Räumen. Wir müssen jetzt die Diskussion abbrechen. Fräulein Grellmann wollte ja noch auf die Redaktion anrufen. Das soll sie auch. Ich habe ihr das versprochen. Und sie wollte ja, das ist begrifflich, durchgehen. Wer der Täter war, wer den Tommy gestohlen hat. Und ich frage jetzt, wissen Sie es? Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie uns an. Wer die richtige Nummer einstellt, der wird hier im Studio verbunden und kommt nachher den Herrn Lutz an die Leitung über. Und natürlich hat er dann gewonnen, also nur der Erste, der anruft. Und das Gewinnen ist eine Reise, ein Wochenende in London und der Besuch in der berühmten Kriminalkomödie von der Agatha Christie, die Mausefalle. Und das für zwei Personen. Und Herr Lutz, wie kommt man denn zu dieser Nummer? Ja, ganz einfach. Man muss herausfinden, wer der Täter ist. Das ist die einfache. Also, Hilderi, sag mal, in welcher Reihenfolge hast du Zimmer durchsucht von diesen Herrschaften? Zuerst Fräulein Grellmann. Gut, in dem Fall geben wir dem Fräulein Grellmann das Nummer 1. Und weiter? Der Herr Gustis 2. Frau Mutzeriet 3. Der Herr Mutzeriet 4. Der Herr Herberich 5. Frau Urubamba 6. Ja, und falls es Leute gibt, das kommt ja immer wieder vor, die auch uns verdächtigen, also das Hilderi und mich, können Sie ohne weiteres dem Hilderi das Nummer 7 geben und mir dann das Nummer 8. Ja, und was müssen wir jetzt weitermachen? Jetzt brauchen wir noch die Postleitzahl vom Geburtsort der Beteiligten. Fräulein Grellmann, wären Sie so liebenswürdig und würden uns Ihre Postleitzahl von Ihrem Geburtsort angeben? 8078. Danke. Herr Gusti? 4345. 4345. Vielen Dank. Darf ich auch Sie bitten, Frau Mutzeriet? 6980. 6980, danke. Und Ihr Herr Gemahl, Herr Mutzeriet? 6174. 6174. 4. Und der Herr Herberich? 32, 20, 3, 2, 2, 0. Merci. Dann reden wir noch Frau Urubamba. 92, 11, 9, 2, 1, 1. Danke. Hilderi? 88, 27, 8, 8, 2, 7. Und Lutz? Lutz, bin ich. 89, 78. 8, 9, 7, 8. So, und jetzt kommen wir zur Rechnung. Nehmen Sie die Kennzahl von der Person, die Sie für den Täter halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8. Davor tun Sie die Postleitzahl der verdächtigten Person. Und jetzt kommt noch mal eine Zeit. Also die Uhrzeit, bis wenn Fräulein Grellmann spätestens darf die Redaktion anrufen, kehren Sie die Zahl um und setzen Sie vor die Kombination, die Sie schon notiert haben.
Und dann darf die also jeden Moment das Telefon läuten. Ja, Lutz, bin moderiert. Ja, da ist Sprecher. Hallo? Hallo? Aha. Das Lutz, bin moderiert. Ja, grüezi, da ist Howind. Guten Abend, Frau Howind. Jawohl. Ich gratuliere Ihnen herzlich. Sie haben das also grossartig gemacht. Sie haben als Erste herausgefunden, wer der Täter ist. Sie müssen mir jetzt nicht sagen, wer es war. Dadurch, dass Sie die rechte Nummer haben, haben Sie automatisch auf die richtige getippt. Ne? Jawohl. Gut, jetzt Frau Howind, darf ich Sie nochmal um den genauen Namen bitten und die Adresse, damit wir das notieren können, damit wir Ihnen auch den Preis zustellen können? Jawohl, ich tue meinen Namen buchstabieren. Das ist Hans Otto Victor Ida Niklaus Dora. Habühl. Also Habühlstrasse 96. Habühlstrasse 96. In 8704 Herliberg. 8704 Herliberg. Jawohl. Danke Ihnen vielmals. Danke. Und vielleicht noch den Vornamen, Frau Howind. Vom Mann? Ja, oder Ihnen das? Arne. Anton Rudolf Niklaus Edith. Gut, ich danke Ihnen vielmals und ich wünsche Ihnen dann für das Wochenende in London recht viel Vergnügen. Freude. Und hoffentlich haben Sie schönes Wetter und keinen Nebel. Ja. Gute Nacht, Frau Howind. Danke fürs Mitmachen. So, Entschuldigung, Fräulein Grillmann, dass so lange gegangen ist. Jetzt dürfen Sie selbstverständlich auch anrufen. Sie wollten der Redaktion mitteilen, wer es ist. Ja, merci. Machen Sie das gerade. Danke vielmals. Bitte gehen Sie ruhig. Sie können ja sagen, wer es war. Ich? Ja, wenn es da innen jemand weiss, wer der Täter ist. Sind doch Sie's. Wieso? Sie selbst sind es gewesen. Fräulein Grillmann. Witzig. Was? Sie wollen hat... Ja, aber das ist doch... Die einzige Möglichkeit. Doch ganz klar, Fräulein Grillmann hat ihre Sensation wollen. Übrigens bereits einer von den Augenzeugen gesagt. Ja. Sie hat doch wollen in die Zeitung schreiben, Göttergold verschwunden als Erste und Einzige. So ein Kabis. Sagen Sie mal, wo soll ich denn das Messer versteckt haben? Hä? Sie hat mich untersucht, Ihre Frau. Oh ja, aber Sie können das Ganze in der Nähe versteckt haben. Fräulein Grillmann, Hilderin, bist doch auch so lieb und... Hol mir einmal den Topf. Ja. Nicht in die Hände, nein, ja, das hast du schon einmal gesagt. Entschuldigung, gestatten Sie, dass ich einmal ein bisschen sandale? Muss das sein? Muss sein, ja. Ist nämlich ein ganz ideales Versteck. So ein hohler Topf, der mit Sand gefüllt ist. Schwupps ist so ein Dummi drin. Und schwupps ist er wieder draus. Und so hat Fräulein Grillmann bei einem Tee können verlassen. Völlig unschuldig und mit leeren Händen. Ja, aber das heisst doch, dass... Das heisst ganz einfach, dass wir das herausgefunden haben. Also, Kabis, wie wollen Sie mir das beweisen? Das kann ich Ihnen ganz einfach beweisen. Planspiel IRK. Sagen Sie, was hat das Rote Kreuz mit dem zu tun? Überhaupt nichts. IRK ist ein kleines technisches Hilfsmittel, haben wir da rein installiert. Infrarotkamera. Knipst da im dunklen, einwandfreien Bildli alle zwei Sekunden eins. Wenn wir wissen, dass sie drauf sind, wie sie den Dummi da im Topf verschwinden lassen haben. Siehst du jetzt? Was du für eine geniale Idee gehabt? Also, er hat gemeint, es gäbe eine Sensation, wenn da sein Dings da sein Zeugs verschwindet. Jawohl, und die Sensation, die sie als Erste und Einzige bringen wollen, bereits eine Presseagentur da. Zürich verkauft. Was? Ja, gerade vorhin telefonisch. Mittels unserem Wänzli haben wir nämlich das Telefongespräch auf Tonband gespeichert. Oh, der blöde Wänzli, das. Also, das schlägt also wirklich am fasten Boden aus. He? Jetzt habe ich gemeint, du seist der Naivling und ich müsse für beide raffiniert sein. Jetzt bist du noch der grösser Gauner als ich. Du, nur der Sachslieb, Mutz. Nur der Sachslieb. Schau, mein Buch wird sensationell. Das wissen wir alle. Und deswegen muss es auch sensationell rauskommen. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, im Hinblick auf die Wichtigkeit von meiner Erkenntnis und im Interesse des menschlichen Wissensdurstes, ich glaube, das darf ich ruhig so sagen, da habe ich mir einfach gedacht, ich
tragen da mein kleines, bescheidenes Schärflein dazu bei, zum Erfolg von diesem Buch, in dem ich eben Yvonne die kleine Anregung gegeben habe. Und schon will doch die Zeichen auf dem Tummi einer genauen wissenschaftlichen Prüfung durch Fachjournalisten nicht ganz würde standhalten. Also kurz, ich habe mir einfach gedacht, wenn man überzeugt ist von einer wissenschaftlichen Theorie, dann darf man nicht so zimperlich sein, wenn es darum geht, so eine wissenschaftliche Theorie auch im Laien augenfällig zu beweisen. Merci. Bitte. Herr Lutz. Ja? Ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Da die Sache mit der Infrarotkamera. Ah ja, das war also eine reine Erfindung. Eine Erfindung von uns zwei. Ah. Aber Sie haben gesehen, gewirkt hat's. Ja. Aber sagen Sie, was machen wir jetzt morgen für die Presse? Ja, ich würde sagen, ein paar beleidigte Brötchen. Interaktives Fernsehen 1975. Sie sind Augenzeuge, hat es dann geheissen. Regina, du bist dann schon etwa 6 Jahre lang Ansagerin gsi. Was für Publikumsreaktionen hast du so in Erinnerung aus dieser Zeit, wo du immer wieder das Programm hast vorgestellt im Fernsehen? Gute, weniger gute? Im Prinzip eigentlich gute. Ich muss sagen, ich bin nicht jemand gesehen, der die extrem herausgefordert hat. Und durch das hatte ich eigentlich sehr, sehr viele positive Reaktionen gehabt. Ich meine, man hat das Einzige, was dann manchmal rausgeschaut hat, einmal hat man einem so gesehen, ein anderes Mal hat man einem so gesehen. Und ich mag mich nur so erinnern, dass ich einmal eine Bluse angehabt mit einem Ausschnitt und sogar meine Mutter mich nachher gefragt hat, du, ganz aufgeregt, ist er nicht ein bisschen zu tief gesehen? Und ich nachher auch wirklich musste sagen, du, Entschuldigung, ist eine Frage, wo man den Bilderrand abschneidet. Und ich glaube, manchmal die Fantasie der Leute ist tiefer gegangen als mein Ausschnitt. Also. Kleider, das ist ja das eine. Die Frisuren, das war ja auch noch so ein Thema gewesen, oder? Da hat er ja unmordige Sachen auf dem Kopf gehabt, eine Zeit lang. Ja. Also nicht unbedingt zu meinem Wohlwollen. Ich habe die Wahnsinnsköpfe eigentlich gar nicht so geschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Waren Perücken? Nein. Damals hat man einfach noch tupiert wie die Wilden. Aber ganz am Anfang, als ich das angefangen habe, da haben wir Perücken bekommen. Dass man am Wochenende ein bisschen weniger arbeiten musste und über die eigenen Haare gerade eine Perücke stülpen konnte. Das war dann so grotesk gewesen, dass über die ganz kurzen Haare, die zum Teil Margrit und ich hatten, dass man dann noch eine Kurzhaarperücke drüber gestülpt hat. Dass man gesagt hat, also bitte, das bringt es ja wirklich nicht. Aber es ist eigentlich alles schon gemacht. Die Frisur hätte man nur noch auf den Kopf setzen. Ja. Aber mit diesen kurzen Haaren hätte es ja nicht mehr gebraucht. Also so viel haben wir selber können. Wie war das? Ihr seid ja in der Beliebtheitskala ganz oben von allen Moderatoren. Ihr seid die bekanntesten Fernsehgesichter. Die Presse hat euch hochgejubelt. War da auch ein Konkurrenzkampf unter euch? Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt so empfunden. Nicht unbedingt? Nein. Und zwar einfach erstens einmal während der Zeit, wo man Ansage hatte, hat man sich ja selber kaum gesehen. Wenn vielleicht noch irgendwo manchmal so ein bisschen jemand hat man sich schlucken, dann ist es mehr gesehen, weil warum macht jetzt die noch eine Sendung und ich nicht? Oder, aber also im Grunde genommen, am Schluss unter dem Strich ist es immer wieder aufgegangen. Und so die Heftchen, die wollten Homestories machen und so, wie hast du das erlebt? Durchaus positiv, also gar nicht im Sinn, wie man es heute kennen, dass man wirklich fast bis ins Bett verfolgt. Überhaupt nicht. Also bist du nicht verletzt worden in dem Sinn, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast? Nein, zu dieser Zeit eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht gerade eine Homestory, aber doch ein persönliches Gespräch hat Regina Kempf mit dem Häsi Osterwald im August 1979 geführt. «Bye, bye, Häsi» hat dann eine Spezialsendung geheissen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Abschiedskonzert vom Häsi Osterwald Jetset und dem Sextett ist zu entgangen. Wir haben diese Vorstellung aufgezeichnet und haben jetzt die Gelegenheit, mit dem Häsi Osterwald zusammen das Konzert nochmal anzuschauen. Und ihm dabei 2-3 Fragen zu stellen. Häsi Osterwald Sextett ist doch für Sie und für Ihre Band so etwas wie ein Markenzeichen mit dem Weltraum. Warum ist eigentlich aus dem Sextett nachher das Jetset geworden?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Sagen wir mal, drei wichtigere Gründe. Wir haben doch 30 Jahre lang existiert und das ist eine lange Zeit. Und während diesen 30 Jahren hat es enorm viele Richtungen gegeben in der Musik, die auf uns zugekommen sind. Wir haben mit dem Jazz angefangen, sind nachher später in Chanson und kommerzieller geworden und Show erweitert und so. Und dann hat es eine gewisse Zeit gegeben, wo eigentlich eine grosse Änderung hat stattgefunden in der allgemeinen modernen Musik. Und das ist, wo die Instrumente sie elektronisch wurden. Das heisst, Anfang der Beatles, Anfang der 60er Jahre. Und das hat viel, viel beeinflusst in der ganzen Musik. Und auch uns. Wir haben damals natürlich schon sehr lange existiert für normale Verhältnisse. Und wir hatten dann das erste Mal Änderungen von dem, wie Sie gesagt haben, weltbekannten eigentlich und weltgefilmten und plattenmässig sehr weit verbreiteten Orchester Sextett genannt. Und nun habe ich durch menschliche Gründe der ein und der andere verloren. Auch ist der ein oder andere nach vielen Jahren einfach älter geworden. Und ich habe junge Leute langsam dazu genommen, auch wegen der Musik, wegen dem Stil. Es gibt immer, dass bei der Kunst gewisse Leute einfach auf einem Stil bleiben sitzen und sehr schwer haben, umzudenken und umzulernen. Bei uns war das auch ein bisschen so gewesen. Und deshalb hatte ich junge Leute, die ich dazu genommen habe, die einen anderen Aspekt hatten. Wir haben gesprochen vom Jet-Set in der menschlichen Bewegung. Den Leuten, die so viel gereist sind wie wir, denen hat man Jet-Set gesagt. Und dann hatten wir noch etwas anderes, was mich bewogen hat. Und das ist, dass die Plattenfirmen und das Plattenrepertoire, das bestanden hat in der Rundfunkstation, die grossen Archive überall, so viele Platten beinhaltet haben von unseren alten Platten, dass die Rundfunkanstalten unsere neuen Platten gar nicht mehr mit aufgenommen. Wir hatten so viel gehabt und sie haben immer wieder Kriminaltango gespielt und die jungen Leute haben gesagt, können die nichts anderes. Und aus diesem Grund haben wir gewünscht, dass die neuen Platten auch reinkommen. Und das war einfach schwer. Ich dachte, ich könnte mit diesem Namen einen neuen Akzent setzen, dass die Jungen wissen, jetzt ist das eine Platte, eine neue Platte. Das hat Jet Set gemacht, das hat eine andere Gruppe gemacht. Und vielleicht noch als Drittes, dass man in Zukunft hat müssen schauen musste und dass ich dachte, wenn vielleicht die Zeiten mit der elektronischen Musik und den neuartigen Ansprüchen und Stilen von Musik, die man müssen anpassen, doch immerhin, dass die vielleicht mehr Musiker würden brauchen, nicht? Und ich habe gedacht, wenn ich nachher sechs anstatt sechs, sieben oder acht hätte, die müsste ich ja sowieso umnennen zu Septett oder Oktett. Es ist doch nie so weit gekommen. Aber ich habe gedacht, ich tue gerade alles einfach benennen mit dem Hasi Osterwald Jet-Set. Ja, schauen wir uns doch den zweiten Teil vom Jet-Set zusammen mal an. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning to night. Thank you.
gut können wir das Original Sextett noch mal erleben, das sie 1949 gegründet haben. Hansi Osterwald, was hat es eigentlich gebraucht, um für diese Veranstaltung noch mal alle Musiker zusammenzubringen? Ja, es hat eigentlich nicht viel gebraucht. Trotzdem war es ein Glücksfall, nicht? Dass es uns gelungen ist, wirklich alle 5 Mitarbeiter von damals wieder unter eine Haube zu bringen. Denn jeder ist doch seit Jahren weg. Jeder ist in eine andere Richtung gegangen. Viele sind im Ausland tätig und jeder vielleicht auf einem anderen Gebiet. Und wo du einmal 3 hast zugesagt, haben die anderen 2 bestimmt nicht können Nein sagen. Wir waren auch immer Freunde. Wir haben wirklich, wie das überall ist, bis in die Ehe rein, hat man manchmal menschliche Probleme. Und dadurch muss man sich vielleicht mal trennen. Oder es gibt Schwierigkeiten gesundheitlicher Art oder irgendwelcher Art, die einem forcieren, dass man sich trennt. Aber das heisst nicht, dass man nicht trotzdem Freund bleibt. Und das war bei uns das Kolossale, dass wir uns eigentlich während dem Spielen und noch in den anschließenden Jahren immer sehr respektiert haben. Und wir haben uns als Freunde gern gehabt. Wir haben so viel miteinander erlebt, was einfach in uns geblieben ist, im besten Alter für jeden, dass ich glaube, sich jeder wahnsinnig gefreut hat, nochmal zusammen miteinander aufzutreten. Und die Reaktion vom Publikum hat man ja jetzt gesehen, die war grossartig, weil das effektiv ein Phänomen war, dass wir es finden konnten. Hansi Osterwald, Sie sind ja jetzt auf den Tag genau 30 Jahre im Showbusiness tätig. Was bedeutet das eigentlich für Sie, jetzt dem ganzen Bühnenrummel den Rücken zu kehren? Ja, ich kann das nicht ganz genau jetzt schon beurteilen. Vielleicht würde man noch mal fragen in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Sicher bin ich, dass es mir schwer wird sein, die Musik aus dem Auge zu lassen und aus dem Ohr. Also, ich bin überzeugt, dass ich wieder in irgendeiner Form für mich allein oder wie gesagt, in irgendeiner Form mal musizieren wieder. Im Moment habe ich mir fest vorgenommen, ich mal ein Jahr mich ganz trennen von dieser ganzen Sache. Denn ich habe mir immer vorgenommen, früher, man muss einen Beruf nur so lange ausüben, wie man ganz sicher ist und überzeugt. Und ich glaube, das Sextett hat sehr lange dürfen leben. Ist bahnbrechend gewesen, möchte ich sagen. Hat die ganze Welt beeinflusst in der Konzeption von der Musik und vom Auftritt. Und das hat eine lange Lebensdauer beschieden gekriegt. Und da haben wir uns wahnsinnig darüber gefreut. Aber jetzt ist der Moment bestimmt da, dass das Sextett nicht mehr auf die heutige Schauszene gehört, dass etwas Neues gemacht werden müsste, wenn etwas Neues gemacht wird. Und ich habe mir aber gesagt, ich bin doch jetzt schon, wie gesagt, lang unterwegs und möchte mir ein Jahr Ruhe gönnen, ob ich dann mal in ein Studio gehe und von hinten aufbauen, ob ich jemand Manager werde, ob ich überhaupt nichts mehr in dieser Hinsicht machen werde, kann ich natürlich im Moment noch nicht sagen. Aber ich bin sehr glücklich, dass es mir gelungen ist, das alles zu einem schönen Abschluss zu bringen. Denn meistens ist das mit Musikern und mit Kapellen wie mit Sportlern, dass es so langsam auströpfelt und man nachher muss abtreten. Und das ist furchtbar. Und deshalb habe ich mir gesagt, du musst noch auf dem Top, auf der Spitze probieren abzutreten. Und ich freue mich sehr, dass wir so einen wunderschönen Abschluss jetzt noch hatten. Hansi Osterwald, recht herzlichen Dank. Und was immer Sie auch für eine Formel finden werden für die Zukunft. Alles Gute. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen jetzt das allerletzte Mal das Original Hansi Osterwald Sextett. Ihnen dazu recht viel Vergnügen.
How long's it getting to the eyes of Donna B? Because every night I was shake it right. Because my dynamite changed my mind. Because I told you, baby, if she wanted to kind of, I would help her those matter just for you and Donna B. Because my dynamite take by my beat. Cause darling, if she wants to challenge, I will help those nana get down with me. Abschiedskonzert vom Hesi Osterwald, 8. August 1979 ist das gewesen. Regina Kempf, die hat so wahnsinnig lange Antworten gegeben im Gespräch. Ist das, ist mir jetzt nämlich gerade in den Sinn gekommen, dass er dort wirklich fast ohne Punkt und Komma geredet hat und ich auf Nadeln gesessen bin. Wo macht er einmal einen Atemzug, einen längeren, dass man könnte reinwischen mit der nächsten Frage? Also es ist manchmal schwierig gewesen, wenn die Leute so aus dem Vollen geschöpft. Und dann kommt auch dazu, dass du wahrscheinlich auch einen gewissen Respekt noch gehabt hast vor dieser erfolgreichen Person. Nimm ich jetzt mal an. Aber das war noch etwas Spezielles, ein Interview dürfen zu machen mit dem Hesi Osterwald, oder? Ja, der Hesi war sehr international. Er hat natürlich auch rund um so eine Sendung herum unerhört viel gewusst zu erzählen, mit wem dass er da schon überall gespielt hat. Und dann ist man natürlich als Schweizer immer kleiner geworden. Das ist schon klar. Hast du vielleicht sogar dort bei solchen Interviews die Liebe zur Gesprächsführung entdeckt? Weil Unbekannte Bekannte ist ja nicht viel später eigentlich über den Sender, die Talkshow. Du wirst lachen, aber das war der Grund, warum ich überhaupt das Volontariat machen konnte. Das Gespräch, das ich dort testweise mit meiner Bahnhofsvorsteherin haben müssen machen, ist so gut und so lustig und so spontan dorthergekommen, dass alle gesagt haben, das wäre gerade zu brauchen gewesen. Und aufgrund von dem konnte ich überhaupt kein Volontariat machen. Also das ist das eigentliche Schlüsselerlebnis gewesen. Ja. Zu Unbekannten, Bekannten wollen wir dann in der nächsten Sendung, also nächsten Freitag, noch ein bisschen tiefer zu sprechen kommen. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt noch Unterhaltungsshow an, oder besser gesagt, einen kleinen Teil aus einer Unterhaltungsshow aus dem 78. Der Kurt Felix hat damals zum 25-Jahr-Jubiläum vom Schweizer Fernsehen eine grosse Sendung gemacht. Wir sehen Ausschnitte, wo Klibi und Caroline auf Regina Kempf und Company treffen. Sie ist eine Kleine. Ja, sie ist eine Kleine. Ja. Aber keine Appenzellerin. Nein, keine Appenzellerin, nein. Aber es gibt eine Fernsehsprecherin, das ist tatsächlich eine Appenzellerin. Ist wahr? Wie heisst denn die? Die heisst Regina Kempf. Hallo, Caroline. Hallo. Kannst du mir auch einen Ratschlag geben? Ja. Weißt du, man sollte vielleicht auch noch ein bisschen wissen, sagen wir, wie es in einem Fernsehen zu und her geht. Mhm. Bei mir war das auch so gewesen, und ich finde es eigentlich recht gut, wenn man manchmal weiss, wie man aus einer Panne rauskommt. Mhm. Zuerst hast du moderiert. Ja, zuerst hat sie moderiert. Ja, und zwar bei den Kleinen. Mhm. So klein, gerade wie du bist. Ja, sehr. Dort habe ich angefangen. Schön.
Nachher hast du ein Segelit. Ja, schau, sind auf einen Touch sind drei weggegangen. Aha. Und dann haben sie wieder drei gebraucht. Du hast dich entwickeln. Ja, ja. Weißt du, das kann man sich auch machen. Kann man auch, im Fernsehen kann man sich auch entwickeln, weißt du? Immer ein bisschen eine Stufe höher. Aha. Findest du es auch richtig entwickelt? Ja. Sie schafft immer noch. Ja, sie schafft immer noch, ja. Sie hat noch nicht gekündigt, weißt? Es hat einen Haufen Fernsehsprecherinnen gegeben, die gekündigt haben, gell? Mhm. Da gibt es auch ein Lied. Aha. Niene geht so schön und lustig, Niete uns in die Stutti. Und dann hätten all eine gekündigt, ist der Reiz. Die nächste kommt. Und die nächste, die tatsächlich gekommen ist, nach der Rita Andermann, das war Silvia Hauser. Silvia. Caroline, wie gesagt, möchte Ansägerin werden. Verdient man da genug? Ja, also, wenn du Ansägerin werden willst, müsstest du schon etwas daneben verdienen. Mhm. Zum Beispiel, wie ich arbeite unter anderem noch im CH-Magazin als Sekretärin. Sekretärin? Ja. Das hätte ja gegeben. Ist wahr. Wo? In Kurt Silix. Ist nicht wahr. Warum denn? Das ist ein Torero. Warum denn? Ein Torero? Ja. Der Stier hat dann immer so an. Caroline, jetzt haben wir so einen Haufen Ansägerinnen, Fernsehsprecherinnen gesehen, gell? Ja. Jetzt fehlt aber noch eine. Eine? Ja. Jetzt habe ich gemeint, drei. Drei? Ja, wieso drei, du? Katrin Srei. Aha, ja. Und Heidi Adel. Ah ja, genau, die zwei sind auch gewesen, Fernsehsprecherinnen. Aber weißt du, die sind heute verhindert und haben leider nicht können da sein. Mhm. Aber eine noch. Eine? Ja. Margrit Hadorn. Und du willst Ansägerin werden? Ja. Hm? Mhm. Hast du noch, auch noch zum Schluss einen Ratschlag gegeben? Ja. Was soll ich dir sagen? Jetzt hat sie gehustet, ja. Hast du 10 noch drin? Ja, sie haben 10. Also schlagfertig bist. Das muss man dir nicht raten. Los, Caroline, am besten bleibst du einfach so, wie du bist. Weißt du, also, dann sagt man natürlich. Natürlich. Ja. Nur da wirken. Jawohl, ja. Natürlich wirken. Mhm. Wie lange wirkst denn du noch natürlich? Nur noch heute, Caroline. Hast du das gehört? Nur noch heute? Ja. Sie hat heute letzt. Ja, wahr! Ja. Dann singen wir noch eins. Ja, dann singen wir noch eins. Ja. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, das Magritli sind. Jetzt gehen wir, hören Sie von jetzt an in Schweizerei. Klibi und Caroline in der 25-Jahr-Jubiläumsshow vom Schweizer Fernsehen. Regina Kempf, ich habe mir vorhin gerade überlegt, das muss auch noch ziemlich blöd sein, wenn man hier mit einer Puppe reden muss. Ist noch eine blöde Situation, oder nicht? Es war die Situation, in der man wirklich spontan sein musste. Das, was wir dort gemacht haben, war überhaupt nicht Probe. Also man wusste nicht, was Caroline wird sagen wird. Und jede von uns musste sich darauf einlassen. Das war noch etwas speziell, weil ihr habt ja sonst immer den Text gehabt. Genau gewusst, wir haben es selber können schreiben. Wir haben genau gewusst, was wir uns da ins Maul legen. Ist das eigentlich, ihr seid jetzt dort fast alle daran beteiligt an dieser Sendung, seid zu Gast gewesen. Ist das ein bisschen eine Familie gewesen? Habt ihr uns euch hier auch mal getroffen, weil sonst hier im Haus hätte ich ja nicht getroffen. Da hat ja immer abwechselnd jemand Dienst gehabt. Wir haben uns so ab und zu
einmal zusammengesetzt, alle miteinander, um so ein bisschen zu besprechen, was wir für Anliegen haben, auch, wo es am Chef können weitergehen konnte, oder sag mal, wenn irgendetwas Neues kam, ein Informationsaustausch. Also das haben wir gehabt, aber nicht allzu oft. Und heute gibt es noch Kontakt, den du pflegst? Ich habe eigentlich so gut wie keinen Kontakt, also gar einen intensiven. Natürlich, man sieht sich da und dort mal wieder und schwätzt auch, wie geht's. Und es interessiert mich schon auch, was die einen und anderen machen. Das wäre eigentlich an der Zeit, mal so eine Art Klassenzusammenkunft zu organisieren. Ja, ich wüsste nicht einmal, ob ich noch alle zusammenbrächte. Wobei, da gäbe es sicher viele, viele Geschichten, die untereinander austauscht werden könnten. Eigentlich müsste man das mal organisieren, mal schauen, was wir machen können. Mehr Geschichten über vergangene Fernsehzeiten gibt es nächsten Freitagnachmittag wieder bei Retro. Dann wieder mit ein paar Perlen und Müsterli, die wir in unserem Archiv ausgraben, aus dem vielseitigen Arbeiten von der Regina Kempf. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein heute. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Danke für die Einladung und ich komme gerne wieder. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei, meine Damen und Herren. Gute Zeit, auf Wiedersehen.